Hubert und Staller, weiblich, böse, tot. Auf einem Brauereigelände steigen Hubert und Staller aus dem alten Streifenwagen. Ein junger Mann im Anzug. Gut, dass Sie kommen. Matthias Münzer, ich bin hier der stellvertretende Geschäftsführer. Johann Fuschel, unser Braumeister. Grüß Gott. Servus. Sie haben einen Einbruch gemeldet? Ja, jemand ist ins Kesselhaus eingedrungen. Wenn Sie mir folgen wollen? Die Polizisten folgen Münzer und dem grauhaarigen Fuschel im blauen Kittel durch einen Durchgang mit Fässern und Getränkekästen. Sie erreichen eine offene Flügeltür. Staller verschwindet im Raum dahinter. Hubert zupft einen Holzspan von der Tür ab. Ey, 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 das ist nicht besonders gesichert, da. Ja, mei, bröselt da alles schon. Da, oder? Ja. Die drei betreten einen hohen, gewölbten Raum mit Bierfässern. So, was ist denn gestohlen worden? Ja, also, gestohlen wurde nichts. Nix? Na, auf den ersten Blick zumindest. Ah ja, dann melden Sie den Schaden der Versicherung, wenn es viel Glück haben sollte, in die neue Tür. Jetzt ist der Kollege weg. In einem gefliesten Raum steht der vor einem großen Kupferkessel und öffnet eine Klappe. Hansi! Suchtfalle! Wo ist das? Bitte. Da. Die drei kommen eine Treppe herunter zu Staller. Im Kessel liegt, in klarer Flüssigkeit, eine junge Frau in kurzem Kleid. Ich hoffe mal, die lebt noch. Ja, wahrscheinlich badet es bloß jetzt. Ihr Gesicht ragt aus der Flüssigkeit. Die Augen sind geschlossen. Die Leiche liegt vor dem Kessel. Fuchs kniet neben ihr. Meine Schwester ist die Geschäftsführerin der Brauerei. Ich verstehe gar nicht, was die hier im Kesselraum wollt. Ein dunkelhaariger junger Mann erscheint oben an der Treppe. Sabine? Bruno. Das ist Bruno Esser. Sabine ist ihr Ehemann. Sie entschuldigen uns. Er eilt zu seinem Schwager hinauf und umarmt ihn. Steif steht Esser da. Das ist echt schlimm. Wie konnte das passieren? Fuchs untersucht einen roten Striemen um den Hals der Toten. Versteckungsspuren und Herzinfarkt. Okay. Frau wurde erwürgt. Gestern Abend zwischen 21 und 23 Uhr. Münzer, wir? Ich? Ja. Fuschel trinkt schon. Also ein alkoholfreies. Alkoholfrei? Hm? Ja, was denken Sie von uns? Wir sind eine Traditionsbrauerei. Im Vorraum des Reviers. Sie lesen doch viel. Kennen Sie diesen Autor Freudenthal, Martin Freudenthal? Ja, klar. Der schreibt ja aus Hammerromane. Super sind die. Wirklich? Ja, der hat gerade Kontakt zu mir aufgenommen. Der schreibt so eine neue Krimireihe. Der Seebulle. Und will, dass ich ihn berate. Herr Kirwitz, was für eine Ehre. Ja, der besucht uns übrigens im Revier, nicht? Und ich möchte, dass es da hochseriös zugeht. Hm? Seriös? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Der Horst Hammer, der ist nämlich so gar nicht seriös. Also der säuft und prügelt sich und so. Ich hab den neuesten Roman hier. Lena gibt ihm ein dickes Buch. Macaroni-Mord. Gucken Sie mal rein. Ich fand den davor noch ein bisschen besser, Blaudolch, aber den habe ich gerade im Staller ausgeliehen. Mit dem Roman geht Girwitz in sein Büro. Staller betrachtet eine Schlange in einem Terrarium. Ich glaube, es wäre gut, wenn Sie an Esser noch etwas Zeit geben. In Münzers Büro. Steht unter Schock. Ja, machen Sie dann keine Sorgen. In der Beziehung sind wir sehr sensibel. Danke. Ich verstehe das alles nicht. Gut, die Sabine war ein schwieriger Typ. Und viele Leute konnten nicht mit ihr. Deswegen erwirkt mir ja niemanden. Stopft's dann noch in der Suppfanne. Ja, Herr Münzer, ich hab kein gutes Gefühl. In der Bäckerei Rattlinger. Die Ermittler stehen an einem der Tische. Staller liest im Blaudolch. Ich glaube, wenn man zu viel von den Romanen liest, dann verblödet man komplett. Hm? Hörst du mir überhaupt zu? Mhm. Hansi. Der schaut auf. Der Portier was? Was? Er ist der Blaudolch. Der ist immer in der Nacht raus. Weil er aufs Klo muss und bringt mit einem blauen Messer alle Hotelgäste um, oder was? So ein Schwachsinn. Ich bin da erst auf Seite 50. Ja, das langt auch. Brauchst gar nicht mehr weiterlesen. Lest denn da, Hansi? Horst Hammerei, Blaudolch. Ich liebe Horst Hammer. An dem könnt ihr mal ein Beispiel nehmen. Wenn ich noch einmal den Namen Horst Hammer höre, na, drei durch. Ah, der Hammer heißt das nämlich so einer wie ich. Ja, der löst die Welle intuitiv. Der wisst ihr wahrscheinlich auch schon lang, wer die Sabine Münzer umgebracht hat. Was, die Münzerin haben sie umgebracht? Na super, Hansi, jetzt weißt die Barbara. Aber was soll denn das heißen? Soll das heißen, dass ich ein Drahtschweib bin, oder was? Nein.
Mein Gott, und deshalb bin Hühnzess jetzt nicht direkt schade. Wieso? Naja, ich nehme halt Anteil am Leben meiner Mitmenschen. Was, das bringt halt mein Beruf so mit sich. Schaust du so skeptisch? Schau ganz normal. Im Revier. 2.9? 2.9. Riedel steht vor Lena. Beratungsservice der Polizei. Beamte von Winter, Sie haben völlig recht. Also diese Seebulle, diese Figur, die sollte Ecken und Kanten haben, wie dieser Kommissar Hammer. Ne? Und deswegen sollten wir uns, wenn er kommt, dieser Autor, genauso verhalten. Was heißt das? Ja, wir sollten irgendwie griffiger sein. Lauernder, mehr auf der Hut. Lauernder, mehr auf der Hut. Verstehe. Nee, verstehe ich nicht. Warum sind wir nicht so wie immer? Die netten Bullen von nebenan? Na, auf gar keinen Fall. Nicht. Nein. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Wir duzen uns. Hm? Riedel, diese Jugendgruß, ist das so High Five oder was? Na, das ist total out. Es geht ganz anders heutzutage. Er und Lena klatschen eine Hand aneinander, stoßen ihre Bäuche zusammen und boxen sich mit einer Faust. Oh, das sieht ein bisschen gefährlich aus. Kann man sich da nicht verletzen? Ja, wenn man es falsch macht. Ivo, das ist ganz easy, Raimund. Sehr gut, Riedel. Martin. Auch gut. Ja. Und dann brauchen wir eine Zigarette. Bitte? Sie haben noch ganz klares Rauchverbot ausgesprochen. Ja, aber nicht, wenn der Freudenthal da ist. Und meine, ich wette, der Seebulle, ne? Der raucht wie ein Schlot. Er geht zurück ins Büro. Ich bin da komplett. Lena beißt sich auf die Lippen. Der Streifenwagen hält vor dem Revier. Unterm Vordach hängt ein Wespennest. Hansi. Schau mal, hier, da kommen die Scheißviecher her. Er zieht seine Waffe. Spinnst du? Die stehen unter Naturschutz. Riedel! Was ist? Hol mal das Wespennest da runter. Keine Zeit, ich muss mir ein Gewitz Zigaretten holen. Fangt der alte Zausel jetzt zum Rauchen an? Die sind fein lebensgefährlich. Und jetzt? Ja, weg! Riedel trägt seinen Radlhelm. Im Vorraum. Lena, kannst du herausfinden, ob die Brauerei in Schwierigkeiten gesteckt ist? Und ob die Sabine Münzer irgendwelche Feinde hatte? Ob sie das eine Frau? Was soll die für Feinde haben? Ja, entschuldige, ich bin auch der Feind von meiner Ex-Frau. Ja, du bist der Sonderfall. Ja. Schmarrn, fragst du mal die Lena, ob sie Feinde hat? Na klar, Kathi aus der 3B. Ja, und die hätte ich auch in eine Bierfassel reingestopft. Nein, in einen Spind. In einen Spind? Was ist da passiert? Ich möchte nicht darüber reden. Robert Staller, wir müssen ein paar Kisten aus dem Keller holen. Na, auf keinen Fall. Aber ich krieg heute einen Schriftsteller zu Besuch. Da müssen wir irgendwas Atmosphärisches machen. Herr Kirbitz, wir haben einen Mord. Leiche, weiblich. Der Chef lässt die Hände sinken. Na, gut, verstehe. Und geht wieder. Wie war das mit dem Spind? Ich gehe mal dem Kirbitz helfen. Auch sie verlässt den Raum. Verblüfft sehen die Ermittler ihr nach. In der Rechtsmedizin streift Fuchs einmal Handschuhe ab. Als ich nach Wolfratshausen versetzt wurde, dachte ich ja, ich könnte mich hier erholen. Aber Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ja, Entschuldigung, aber wir haben heute das Pech, dass wir immer so Sachen finden. Also so eine Frauenleiche wie die hatte ich definitiv noch nie. Sie riecht für echt immer noch nach Bier. Ja, ich habe mal in der Brauerei gearbeitet und seitdem rühre ich kein Bier mehr an. Na ja, so einen Geruch wirst du quasi nicht mehr los, der Lieben. Das wird ja relativ wurscht sein. Fuchs stellt ein Schälchen ab. Was ist jetzt so besonders an ihr? Fuchs deutet zum Schälchen. Ui, der Manschettenknopf. Der war in ihrem Hals. Wie jetzt, warum das? Du, vielleicht hat's gemeint, dass das ein Hustenbonbon ist. Wieso, was nimmst du denn in den Mund? Jemand hat ihr den in den Rachen geschoben, als sie bereits tot war. Ja, und der zweite, haben sie den vielleicht im Magen gefunden? Ach, oder? Wieso den einen zweiten? So was trägt man paarweise. Na, hätt's ihn ja paarweise gegessen. Nein, ich habe keinen zweiten Manschettenknopf gefunden. Aber vielleicht hilft dir das Sternzeichen. Ein silberner Widder. Widder? Der Hans ist Widder. Ich bin Skorpion. Ist der Wurst irgendein Viech? Im Revier. In weißem Imkeranzug und mit einer großen Styroporbox. Riedel? Betritt der den Vorraum. Machst du jetzt Honig? Na, ich soll doch die Wespen umsiedeln. Entsetzt weicht Lena zurück. Ich habe eine totale Wespenallergie. Da brauchst keine Angst haben. Die sind doch in der Kiste. Und außerdem sind die ganz ruhig, weil ich mit Kühlpacks die Temperatur runtergefahren habe. Die sind quasi im Winterschlaf. Nein, das reicht nicht. Ja gut, ich kann sie noch zukleben. Ja, gute Idee. Aus ihrer Schreibtischschublade holt Lena Aufkleber und reicht sie Riedel mit spitzen Fingern. Das sind amtliche Verschlusssiegel. Genau, damit niemand reinguckt. Ja. Hektisch schnappt Lena sich ein Blatt und einen Marker.
Was machst du? Doppelt hält besser. Sie schreibt in Großbuchstaben Vorsicht. Aber kriegen die denn da drin Luft? Ja, da kümmere ich mich noch drum. Okay. Der Streifenwagen hält auf dem Brauereigelände. Fuschel steht schwankend in der Nähe einer Tür. Sein Blick ist glasig, seine Wangen sind rot. Ist gut, Herr Fuschel. Ja, Sie haben's gut, gell? Sie sitzen ja da direkt an der Quelle. Logisch. Aber keine Sorge, das ist rein dienstlich. Ja, also uns ist das wurscht. Sie können saufen so viel wie es ming. Dingen Sie mir brauchen ein Bier, ohne dass wir's probieren? Geschmack ist kein Zufall. Deshalb müssen Sie vom Münzerpilz immer ein zweites Glaserl trinken, um glauben zu können, dass das erste wirklich schon so gut war. Ja. Gut, Hans. Danke. Im Vorraum des Reviers steht Riedel vor der zugeklebten Box und sticht mit einer Bohrmaschine Löcher hinein. So, damit ihr schön Luft bekommt. Er geht. Die Ermittler kommen in einen hohen Raum voller Getränkekästenstapel. Wer ist er? Mit einem Klemmbrett kommt der zu Ihnen. Hallo. Hallo, wir hätten noch ein paar Fragen an Sie. Können Sie sich vielleicht vorstellen, wer das gewesen sein könnte mit Ihrer Frau? Esser schüttelt den Kopf. Nein, wirklich nicht. Der Einzige, mit dem Sabine Probleme hatte, war der Braumeister. Was, mit dem Fuschel? Ja, er ist schon 40 Jahre bei uns, aber sie fand, dass er die Bierverkostung so intensiv betreibt. Mhm. Kommt Ihnen der vielleicht irgendwie bekannt vor? Er zeigt den Widder-Manschettenknopf. Was hat es mit meiner Frau zu tun? Ja, der war in ihrem Hals. Den hat der Mörder wahrscheinlich da deponiert. Ihr Sternzeichen, Mörder. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Esser schaut von einem zum anderen. Ein Luftzeichen. Januar. Waage. Wassermann. Ja. Ein Mitarbeiter sammelt die herausgefallenen Flaschen auf. Die Ermittler und Esser gehen ein paar Schritte zur Seite. Also, wir gehen davon aus, dass Ihre Frau Ihren Mörder gekannt hat. Wahrscheinlich sogar gut gekannt. Haben Sie jemanden bestimmten Verdacht? Wie war denn das Verhältnis von Ihrem Schwager zu seiner Schwester? Bestens. Und Sie? Also, Sie und Ihre Frau? Ja, wir. Kam auch ganz gut zurecht. Ja, ich habe sie auch nicht umgebracht, wenn Sie das meinen. Gestern Abend? Zwischen 9 und 11 haben wir da gemacht. Schweinsbraten. Dunkelbiersoße. Staller lächelt breit. Ja. Muss ich dann alleine essen? Bei Gierwitz. Sein Schreibtisch ist voll und unordentlich. Lena schleppt eine Kiste herein. Der Gierwitz hat gesagt, da muss noch mehr Zeug hin. Wie noch mehr? Ist doch jetzt schon das reinste Chaos. Das ist kein Chaos. Eine andere Form von Ordnung, nicht? Was machen Sie mit Huberts Maschine? Hey, so ein Bulle braucht Koffein und zwar literweise. Er stolpert über einen Karton. Riegel, was haben Sie da wieder angerichtet? Was, ich? Ja. Er zeigt ein abgebrochenes Teil. Oh Mann, da wird Hubert aber sauer sein. Der hat die doch gerade erst gewonnen als 100.000. Kunde im Blumenladen. Hubert war im Blumenladen? Ja, also um Geld für die Parkuhr zu wechseln. Aber er fand es nur gerecht, dass er auch endlich mal was gewonnen hat. Hm. Kleben Sie das, so dass Hubert nichts merkt. Riegel hebt die kaputte Maschine auf. Lena geht zur Tür. Ja, und wir beide, wir brauchen eine. Was? Nein, ich hab gerade erst aufgehört. Wir brauchen Qualm in der Bude, also los. Er reicht ihr einen Zigarillo, steckt sich selbst einen zwischen die Lippen und zündet beide an. Gequält raucht Lena. Hinter ihr kleben lauter Fahndungsplakate an der Wand. In seinem Büro hält Münzer den Manschettenknopf. Ich habe das Ding noch nie in meinem Leben gesehen. Wann haben Sie Geburtstag? Ich bin Steinbock. Gibt's sonst wen, mit dem Ihre Schwester irgendwelche Differenzen gehabt hat? Den einzigen, den sie auf dem Kieker hatte, war der Baumeister Fuschel. Okay, der war's doch nicht. Der war's doch nicht. Woher willst du das wissen? Der ist ja gar nicht der Typ. Wer ist denn der Mördertyp für dich? Der Gärtner, oder was? Hupsi, der Fuschel, der bringt vielleicht gerade mal eine Stubenfliege um. Ja, dann ist er auch ein Mörder. Du bist der dermaßen ignorant. Nein, du bist der Ignorant. Wieso? Weil der Portier nicht der Mörder war, sondern der Zahnarzt. Woher weißt du denn das? Weil ich's gelesen habe in deinem blöden Buch. Münzer schaut verwirrt. Und dass ihr Schwager vielleicht die Schwester umgebracht hat? Der Bruno? Na, absolut nicht. Da sind Sie sich ganz sicher. Die Sabine, die ist schon mit 17 zu mir gekommen und hat gesagt, den Bruno, den heirate ich. Und wenn die sich mal was in den Kopf gesetzt hat, dann hat sie es durchzogen. Ich hab gedacht, der arme Kerl damals, aber wirklich, das hat gepasst mit den beiden. Wo waren Sie eigentlich, als das mit Ihrer Schwester passiert ist? Ich war auf der Rückfahrt von unserem Hopfenlieferanten. Gut, danke. Ja, und ein Zeugen kommt da natürlich nicht. Er eilt hinaus. Widerwillig erhebt Staller sich. Ihr Manschettenknopf.
Mit finsterer Miene steckt Staller ihn ein. Aus seinem verglasten Büro sieht Münzer ihnen nach. Die Ermittler kommen ins Revier. Das ist echt fies. Mir sagen, wer der Mörder ist. Ja, du, Ignoranten machen sowas. Gut, dann nehme ich den Ignorant jetzt zurück. Okay, dann nehme ich den Arzt da zurück. Der passt nämlich nicht. Entschuldigung, könnte ich das Auto haben? Ich müsste die Westen wegbringen. Nein, das geht nicht. Wenn die abhauen, haben wir lauter Westen im Auto. Die Bahn und Nester. Das Wichtige ist, dass du rausfindest, woher der Manschettenknopf ist. Ja, und wir brauchen eine Liste von allen Widdermännern. Ja, du klapperst alle Geschäfte ab, wer solche Widderknöpfe im Sortiment hat. Und bringst uns zur Leberkasse mit. Ja, und die Westen? Ich weiß nicht, was die essen. Im Dienstzimmer. Mit den Füßen auf dem fast leeren Schreibtisch liest Staller sein Buch. Ihm gegenüber schmeißt Hubert einen Papierflieger. Der landet in Stallers Buch. Was soll das? Ja, du liest, ich baue einen Papierflieger. Da steht ein Interview mit dem Freudenthal, der ist nämlich gelernter Psychologe. Und der sagt, dass man sich als Polizist auf sein Gefühl verlassen soll. Das sage ich auch immer. Mhm. Und was hast du für Gefühl beim Matthias Münzer? Ja, Anzugträger. Aha. Und beim Ehemann, Bruno Esser? Also Anzugträger. Na gut, dann verhaften wir jetzt alle Anzugträger. Staller vertieft sich wieder ins Buch. Hubert wirft den nächsten Flieger. Der stürzt hinter Staller ab. Vor dem Revier. Mit ausgestreckten Armen trägt Lena die Box zum Streifenwagen. Riedel kommt. Was wird das jetzt? Siedeln jetzt doch der Hansi und der Hupsi die Westen um. Halt. Sie gibt Riedel die Box und öffnet den Kofferraum. Ist mir egal, wer die Dinger wegbringt. Im Büro machen sie mich wahnsinnig. Angespannt stellt sie die Box ins Auto. Im Dienstzimmer spielt Staller mit einem kleinen Streifenwagen. Hansi, Pferde, ähnliches Tier, erste Buchstabe E hinten EL. Igel. Igel. Hubert hält eine Zeitung. Riedel schlendert mit einem Album herein. Servus. Was machst denn du da? Hast du gerade einen Auftrag gekriegt? Ja, ja, stimmt, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Bock gehabt. Wie bitte? Ja, das war mir jetzt einfach zu viel Aufwand. Du bist mir aufgedanklich, habe ich da schon eine geschmiert. Kennt ihr den Sebastian Fischer? Wer soll das sein? Den Jodelrocker, Wastl Fischer. Da macht er jetzt ja die Läuserwanderungen mit seinen Fans. Ja, ganz genau, da bin ich auch immer dabei. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Ich sammle jeden Zeitungsartikel. Ja, und? Jetzt passt's mal auf. Er öffnet das Album. Hubert und Staller beugen sich vor. Ein Widder, Hupsi. Auf einem Foto hält ein langhaariger Mann ein Mikro, an seinem Ärmel ein Widder-Manschettenknopf. Vor dem Revier. Ihr müsst mich mitnehmen zu Wastl Fischer, bitte. Ja, was willst du denn von dem Deppen? Ich weiß alles über den und wenn ihr euch irgendeinen Spann erzählt, dann kann ich euch das sagen. Ja, dann steige. Riegel setzt sich nach hinten. In Girwitz' Büro prangt ein Rinderschädel mit langen Hörnern an der Wand. Am Gebiss baumelt ein Schild Sheriff. Ah, ihr seht. Schön, dass das so schön geklappt hat. Nehmt doch Platz. Vielen Dank. Bei Ihnen ist sonst alles in Ordnung? Ja, wunderbar, wunderbar. Warum Sie hier sind? Hier wird heute ein Schriftsteller auftauchen. Dem würde ich gerne zeigen, wie so ein richtiges Verhör abläuft. Aha, und was hat das jetzt genau mit mir zu tun? Richtige Schwerverbrecher sind schwer zu kriegen, nicht? Deswegen werden Sie einspringen. Ah, weil ich ausschaue wie ein Schwerverbrecher? Ganz genau, nicht? Also im ersten Teil bei der Befragung werden Sie frech und uneinsichtig sein. Und dann, wenn ich in das Verhör eingreife und Sie knallhart rannehme, dann werden Sie zusammenbrechen. Klar? Ist mir klar. Was mir noch nicht ganz klar ist, warum ich das machen sollte. Ich dachte mir, dass dieser Einwand kommt. Er nimmt eine Akte. Die Akte, ja, sieht, ja. Ja, die ist im Keller gelandet und ja, zufällig wieder aufgetaucht. Wollen wir mal sehen. Man sieht ja nicht. Hehlerei, Zolldelikte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Markenpiraterie. Herr Polizeipräsident, wenn Sie einen Gefallen brauchen, dann sagen Sie es doch einfach. Ja? Weil wozu sind Freunde da? Ja. Man kann es auch kaum lesen. Nicht? Ich glaube, das heißt gar nicht Jazid, das heißt Bazid. Ja, ja. Hätten wir fast noch Justizentum begangen, was? Ja, das wollen wir nicht. Nein. Der Streifenwagen steht vor einer hohen Hecke. Boah, das klingt echt entsetzlich. Was? Der hat über 30 goldene Schallplatten bekommen. Ja, trotzdem ist die Musik grausam. Sag mal, von dem bist du jetzt Autogramm? Ja, wollen schon.
aber der gibt keine Autogramme. Okay, ein Schlagerstar, der gibt da Autogramme. Na, der nicht. Dem letzten, dem er eins gegeben hat, war unser ehemaliger Bundespräsident. Ja, der wird sich gefreut haben. Und außerdem engagiert er sich total für Robben und Seehunde. Ja, die können sich nicht wehren. Über einen Rasen gehen sie auf ein Holzhaus zu. An der Fassade ein Schild, Gipfel Groove Records. Hinter einer Glastür steht der langhaarige Fischer an einem Mikro. Drinnen. Die Polizisten schauen herein, Riegel strahlt. Fischer blickt zur Tür, die Polizisten winken und gestikulieren. Genervt nimmt Fischer den Kopfhörer ab. Im Tonstudio sitzt Fischer in einer Ecke mit technischen Geräten. Hinter Hubert steht ein Schlagzeug. Herr Fischer. Wastel. Alle Songs Wastel. Herr Fischer, kommt Ihnen der irgendwie bekannt vor? Er gibt ihm den Manschettenknopf. Das ist ja mein Manschettenknopf. Sternzeichen? Ich weiß schon, wieder. Und, wo habt ihr den zweiten? Wir haben leider bloß einen gefunden. Ja, zwei im Hals von einer toten Frau. Hat's ihn verschluckt? Nein, ermordet. Ach so, und jetzt glaubt ihr ja, der Wastel war's. Ist ja ein Wastel sein Manschettenknopf. Ja, aber den haben wir ja schon vor Ewigkeiten gestanden. Kennen Sie eine Sabine Münzer? Klar, die kennt ja jeder. Näher? Nein, wir haben uns früher in den Diskos gesehen, hin und wieder ein bisschen geratscht, das war's dann. Gestern Abend, 9 bis 11, wo waren wir da? Daheim. Haben Sie einen Zeugen? Nein, ich habe meine Fanpost gemacht. Von 7 bis 3 ungefähr. 8 Stunden? So viele Fans haben Sie? Ja, und ich gehöre dazu. Wastel. Er streckt Zeige und kleinen Finger. Fischer gibt Hubert. Für Sie. Eine CD. Danke. Aus einem Durchgang in der Hecke kommen die Polizisten zum Auto zurück. Oh. Der Scheiß-Manschettenknopf, der führt nirgendwo hin. Der ganze Fall führt nirgendwo hin. Hubert öffnet den Kofferraum. Was tut der da? Pizza mitgenommen? Was? Wieso? Ja, da, der Karton. Ist ja versiegelt. Ach so, man gehört zum Gewitz. Er schmeißt die CD neben die Box. Scheiße, ich hab was vergessen. Mit Album stürmt er los. Gitarre spielend sitzt Fischer vor dem Haus. Die Augen sind dunkel geschminkt. Zum Shirt trägt er eine kurze Trachtenlederhose. Es gibt da noch eine Formalität. Was für Formalität? Ja, und zwar bräuchten wir von dir eine Handschriftenprobe. Von mir Handschriftenprobe? Ja, ich führe nur meine Anweisungen aus. Also zuallererst bräuchten wir mal deinen Namen. Fischer nimmt das geöffnete Album und schreibt. Riegel strahlt. Super. Und dann noch, Martin ist krank. Martin ist krank? Ja, genau. Hast Angst, dass du einen Rechtschreibfehler machst, ja? Erneut schreibt Fischer. Gut. Und dann noch, für meinen liebsten Freund würde ich töten. Warum soll ich so einen Schmarrn schreiben? Ja, ich kann nichts dafür. Die Sätze werden per Zufallsgenerator vom Polizeicomputer ausgespuckt. Ihr seid mir schon ein komischer Haufen. Ja. So, jetzt haben wir es jetzt. Ja, danke. CD? Habe ich schon. Mit dem Album steht Riegel auf und geht. Fischer greift wieder nach seiner silbernen Gitarre. Riegel kommt aus dem Heckendurchgang. Der Streifenwagen ist weg. Im Auto? Vielleicht hätte man Riedl doch mitnehmen sollen. Na, der ist im Bus besser aufgehoben. Der Riedl ist eher ein Typ für öffentliche Verkehrsmittel. Irgendwas fasziniert mich an dem seinen Jodelrock. Ganz ehrlich, ich könnte ihn von der Bühne runterziehen. Ja, deswegen taugt er aber trotzdem nicht als Verdächtiger. Ja, nur weil er das Bundesverdienstkreuz hat und sich für Seehunde engagiert. Ja, stimmt. Ja, aber der Hammer heißt. Nicht das böse Wort. Nein, ich meine, sollst du es nicht sagen? Nein, ich meine, die würde trotzdem in eine andere Richtung ermitteln. Die Sonne scheint auf den Starnberger See. Im Vorraum des Reviers steht ein Teller mit einem Krapfen auf Lenas Tisch. Auf dem Puderzucker sitzt eine Wespe. Die Ermittler kommen herein. Staller trägt die Box. Ui, was liegt denn da? Friss einfach zusammen. Staller wirft ihm die Box zu, pustet die Wespe weg und beißt ins Gebäck. Die beiden kommen ins vollgestellte Chefbüro. Hinter dem Schreibtisch liegt ein Büffelkopf. Bist du sicher, dass wir da richtig sind? Na? Er stellt die Box ab. Im Vorraum schraubt Lena an der offenen Espressomaschine herum. Lächelnd läuft Riedl mit seinem Album in der Hand auf das Revier zu. Er kommt in den Vorraum. Lena nimmt ihren Daumen in den Mund. Was machst denn du da? Mann, das Ding ist im Eimer und ich krieg's nicht mehr zum Laufen. Das ist das saublöd.
Sag mal, hast du einen Kleber und eine Schere für mich? Warum? Weil? Theatralisch klappt er das Album auf. Nee, ist egal, Rede. Dessen Lächeln verschwindet. Lena greift in eine Schublade. Hier. Mit Schere und Kleber trottet Riedel hinaus. Lena hantiert weiter an der Maschine. Im Dienstzimmer liest Staller gebannt im Blaudolch. Hubert schlendert zum Tresen und sieht sich suchend um. Sag mal, weißt du, wo meine Espressomaschine ist? Profix, hallo? Hallo, Herr Hubert. Ich wollte mal hören, wie die Ermittlungen vorangehen. Ja, eher schleppend, weil ein Mitarbeiter ist quasi ein Totalausfall. Wie schaut's bei Ihnen aus? Ja, das kenne ich. Also ich habe in Sabine Münzers Kehle, da wo der Manschettenknopf festgeklemmt war, Spuren von Pyretrum festgestellt. Aha. Was ist das? Pyretrum ist ein schwaches Gift, das aus Chrysanthemenblüten gewonnen und zur Bekämpfung von Motten eingesetzt wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass der Manschettenknopf irgendwo eingelagert war. Ja, dann vielen Dank, ne? Für Sie immer gerne, Herr Hubert. Lächelnd betrachtet Fuchs ihr Handy. Was war? Irgendwas mit Motten. Wo ist die Espressomaschine? Er zieht den Mülleimer unter dem Schreibtisch hervor. Im Vorraum. Der Hammer, oder? Er hält Lena einen Bilderrahmen hin. Riedel, die Worte sind ausgeschnitten und draufgeklebt. Das ist eine Collage. Damit bin ich der Einzige neben unserem Altbundespräsidenten, der ein Autogramm von Wastl Fischer hat. Weißt du, was das aus mir macht? Ein Psychopathen? Im Rahmen das Foto von Fischer. Darauf geklebt die Worte: Für meinen liebsten Freund Martin Sebastian Fischer. Was macht's denn mit meiner Espressomaschine? Ich hab versucht, die einzustellen, aber ich glaube, die ist kaputt. Kaputt? Einfach so? Ja, das ist wohl ganz typisch für das Modell. Da gibt's so viele Beschwerden im Internet. Riedel, dann fährst du jetzt zum Elektroböttcher und tauschst die Maschinen um auf Garantie. Mhm. Und lass dann bitte gescheit Wasser durchlaufen, nicht, dass alles wieder nach Chemie schmeckt. Die Ermittler gehen. In der Bäckerei zu einem Mann. Ich hatte den Schließer noch eingeschärft. Lass den Jungen hier ohne Aufsicht. Ja, er wusste es ja besser. Ging zum Automaten, zieht sich einen Nussriegel. Die 2 Minuten haben dem Kleinen genügt, um sich selbst unter die Decke zu hängen wie eine gottverdammte Christbaumkugel. Oh mein Gott, wie furchtbar. Ja. Damit war mein Kronzeuge tot und der Pate von Neuaubing ging als freier Mann aus dem Gerichtssaal. Das sind so die Momente, da fragst du dich, warum ziehst du nicht deine Waffe und pumpst diesen Mistkerl voll Blei? Verständlich. Ja. Gierwitz greift nach einem Zigarillo. Das hat mal jemand gesagt, wenn du zu oft in den Abgrund guckst, dann guckt der Abgrund irgendwann in dich. Barbara nimmt ihm den Zigarillo aus dem Mund. Herr Gierwitz, das ist doch nicht der Ernst. So. Macht der Gewohnheit. Die Ermittler kommen. Gierwitz' Hemd hängt aus der Hose, sein Kragen ist offen, darunter eine Goldkette. Mein Strike-Team, ganz ausgebuffte Profis. Freudenthal, angenehm. Ich würde mich zu gern auch mal mit Ihnen unterhalten. Vielleicht noch einmal. Die Jungs haben gerade eine heiße Spur im Mord. Ich zeige Ihnen mal, wo ich den Magnolienmörder festgesetzt habe. Barbara räumt ab. Schmeckt's ein Kuchen? Sie stellt ihn. Der Gierwitz-Zeit. Vor Staller. Und? Ist schon wieder Mörder von der Münzerin ist? Na, das wissen wir nicht, weil in der Brauerei, da haben sich alle lieb. Wer sagt denn sowas? Weißt du was anderes? Ich sag ihm, liest du keine Zeitung? Nein. Also wie der alte Münzer in Rente gegangen ist, da hat er seinen Betrieb nicht dem Matthias, also dem Älteren, vermacht, sondern der Sabine, der alten Bissgurken. Die muckst nicht. Ja, die Münzerin, das war ganz ein böses Weib, die hat keiner mögen. Und was ist mit dem Bruder? Ja, der wollte aus der Brauerei aussteigen, so sauber, das ist ja logisch. Ja, aber der ist aber da drin. Irgendwann hat er Ruhe gegeben und sich mit dem 2. Platz abgefunden. Aber kein Mensch weiß, warum. Ich weiß schon. Das gehört ja mir alles jetzt, wo die Schwester tot ist. Na klar, ist ja sonst keiner da. Breitbeinig steht Fuschel auf dem Brauereigelände und schwankt. Nicht ansprechen. Die Ermittler eilen an ihm vorbei. Esser in Münzers Büro. Matthias hat auch nicht Sabine umgebracht. Also im Leben nicht. Ja, war der nicht sauer, dass seine Schwester da alles übernimmt? Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich habe Matthias gesagt, dass er sich da keine Sorgen machen muss. Ich meine, Sabine war gern Chefin. Aber Organisation und Logistik, das war einfach nicht ihr Thema. Und ich habe es ihm gesagt, so, dass das, irgendwann wird sich das fügen. Und ja, es ist so gekommen. Wo ist denn der Herr Münzer? Der dürfte gerade unterwegs sein. Hab's gerade verpasst. Hubert dreht sich zu Staller um. Der hat eine sehr, sehr große Bierflasche aus einem Regal genommen und stellt sie schnell zurück. Draußen. So, Herr Fuschel, herrlich, wenn man Feierabend hat, gell? Das war schön. Aber es geht leider nicht.
Der Doppelbock muss noch verkostet werden. Im Vorraum des Reviers. Also über diese Sabine Münzer konnte ich absolut nichts rausfinden. Es sei denn, du interessierst dich für ihre 136 Strafzettel. Na, eher nicht. Ihr Mann Bruno hatte mal eine Haftstrafe, da war der 17. Ja, 17. Mit 17, da habe ich Mopeds gestohlen. Naja, aber da ging es um Körperverletzung. Im Streifenwagen. Wer hat wen körperverletzt? Na, der hat diesen Wastel Fischer einen Zahn ausgeschlagen. Cool. Ciao. Du hast Mopeds gestohlen. Naja, so eine kleine 50er einmal. Staller grinst. In einer Garderobe toupiert eine blonde Frau Fischers schulterlange Haare. Hey, Uschi, bitte. Ja, was machst du selbst? Zu Hubert und Staller. Nicht mehr ganz sauber, der Kerl. Ständig am Raufen. Am Raufen, wieso? Ja, wieso? Weiber. Wie Weiber? Sabine Münzer, oder? Na, Holstein. Die Maus, um die es da gegangen ist, das war Jasmin Holstein. Ja, das war eine On-Off-Beziehung gehabt mit Bruno. Mhm. Und Sie haben auch was gehabt mit der Frau Holstein, oder? Hätte ich gern, ja. Aber für die Jasmin hat es nur den Bruno gegeben. Und der hat dann die Sabine Münzer geheiratet. Blöd gelaufen, oder? Dann hätte sie was mit mir haben können. Na, wie Sie gesagt haben, blöd gelaufen, ja. Haben Sie noch Kontakt zu der Holstein? Ah, nein. Sie will nicht. Aber wo wir die finden, das wissen Sie schon, oder? Ja. Uschi! Hey, was ist jetzt mit die Harzefix? Was klärst du so? Ich bin ja schon da. Ja. In einer offenen Küche schält eine junge, sehr schlanke Frau Kartoffeln. Ich will nicht lügen. Ich weine Sabine Münzer keine Träne nach. Zwischen Erna und Herrn Esser hat es aber öfter mal gekracht, oder? Wir waren lange zusammen. Es war uns ernst. Nur war Bruno sehr eifersüchtig. Einmal hat er sich sogar von mir getrennt, nur weil ich mit einem anderen geflirtet habe. Dabei war das total harmlos. Aber danach war es dann aus. Holstein bindet ihr langes, braunes Haar hoch. Nein! Wir sind uns kurze Zeit später in der Disco begegnet. Er war mit Sabine Münzer da. Die beiden sehen mich und fangen demonstrativ an zu knutschen. Ich nicht faul, hab mir dann den Wassel geschnappt. Der hat sowieso an mir rumgebaggert, also habe ich den eben auch geküsst. Und da ist er dann ausgerastet. Holstein holt neue Kartoffeln. Nein, gar nicht. Zwei Tage später stand er mit Blumen vor meiner Tür und hat sich entschuldigt. Die Liebe war ihm groß. Ja, aber gerade in einer Beziehung, da macht man sich manchmal was vor. Ach, Sie glauben mir nicht. Hubert schüttelt den Kopf. Na, dann kommen Sie mal mit. Sie geht zu einer Tür. Die Beamten bleiben sitzen. Na, kommen Sie. In einem mit alten, staubigen Möbeln vollgestellten Keller zieht Holstein einen Brief aus einem Kasten. Wenn ich bei dir bin, dann klopft mein Herz wie verrückt. Wenn ich bei dir bin, vergesse ich zu atmen. Wenn ich bei dir bin, steht die Zeit still. So sehr liebe ich dich, meine Jasmin. Glauben Sie jetzt immer noch, der Bruno hätte mich nicht geliebt? Naja, aber geheiratet hat er dann die Frau Münzer. Ich weiß. Damals dachte ich noch, dass mit uns... Sie beißt sich auf die Unterlippe und senkt den Kopf. Staller nimmt ein paar Schlagzeugsticks. Ein Foto von Bastel. Da hat er gerade seine erste goldene Schallplatte bekommen. Da gibt er normal gar keine Autogramme. Er hat gesagt, das Autogramm wäre das Letzte, was er jemals geben würde. Hoch und heilig hat er geschworen. Was Männer alles sagen, um Frauen zu beeindrucken, was? Trotzdem, gegen Bruno hatte er keine Chance. Warum ist es dann trotzdem auseinandergegangen? Staller hält ein Spielzeug. Ich weiß es nicht. Eines Tages kam er und hat mich angeschrien, ich hätte ihn mit Bastel betrogen und dass es jetzt aus wäre. Für immer. Und das war's dann auch. Und das war echt bloß ein Kuss? Ja. Als der Bastel ein Star wurde, hat er in Wolfratshausen wirklich mit jeder jungen Frau eine Affäre angefangen. Von denen habe ich ganz sicher keine sein wollen. Ah, mit der Sabine Münzer? Klar. Sabine hat sich schon immer genommen, was sie wollte. Und irgendwann war eben auch der Bastel dran. Sie stellt den Kasten. Aber ich glaube, das mit den beiden ging nicht lange. In einen Schrank. Stinkt denn da so, Hans? Hast du ein neues Parfum? Was? Sie nehmen da kein Parfum? Ja, irgendwas stinkt hier. Mottenmittel. Ich nehme kein Mottenmittel. Nee, das ist Mottenmittel. Der Streifenwagen fährt eine Landstraße entlang. Der lügt doch, dieser Jodrocker. Freilich hat der die Sabine Münzer gekannt. Und zwar näher. Ja, aber wenn er es abstreitet, haben wir überhaupt keine Chance. Was hast jetzt du für einen Eindruck von der Jasmin Holstein? Ganz okay. Ganz okay. Die sagt da was, wenn ich noch einmal 30 Jahre jünger wäre, ich garantiere dir. Hübsche. Zu hübsch ist er nix. Wieso? Ja, sein ist ja quasi unerreichbar. Na ja,
wohl damals. Mit zwei Pappkaffeebechern geht Staller durch Herbstlaub zu einem Spielplatz. Hubert sitzt auf einer Schaukel. Das passt nichts zusammen, Hans. Ein Haufen Verdächtige ohne Alibi, keiner hat ein Motiv. Ja, das ist echt blöd. Er sitzt auf der Schaukel daneben und trinkt. Machen wir es doch einfach so wie der Hammer, Hans, den Plauderich. Hä? Was hat der gemacht? Der hat einfach einen Unschulden verhaftet. Ja, manchmal ist es ganz einfach, gell, Hans? Ja, da lockt man nämlich den Täter aus der Reserve. Oh, Hansi, das ist ein Roman, ein ausgedachter Scheißdreck. Ah, das ist alles hervorragend recherchiert von dem Freudenthal. In Dänemark, da hat die Polizei nämlich einen Unschuldigen verhaftet. Und da ist der Täter quasi eifersüchtig geworden, weil ein anderer für ihn ins Gefängnis geht. Ja, aber Hansi, das waren Dänen. Gut, dann lassen wir es halt, dann schließen wir die Akte. Ah, jetzt ist er beleidigt. Okay, dann verhaften wir einen Unschuldigen und wie geht's dann weiter? Rufen wir alle Verdächtigen an und schauen wir, was passiert. Die Frage ist, welchen Unschuldigen wir dann auswählen. Ich weiß schon wen. Er nimmt sein Handy. Ich hab Angst. An einer Straße sitzt Yassid neben einer Ape mit Honiggläsern. So was darf sein. Den Sommerblüten habe ich. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Honig. 3,99 machen wir gerade 4. Dankeschön, Herr Wiedersehen. Verkaufsaktivitäten sofort einstellen. Sie sind verhaftet. Was soll denn das? Ihr wisst doch genau, dass ich aus meiner Dönerzeit noch Genehmigung für Straßenverkauf habe. Wegen Mordes an der Sabine Münzer. Sie haben das Recht auszusagen. Alles, was Sie schweigen, kann gegen Sie verwendet werden. Einen Anwalt dürfen Sie auch anrufen. Seit wann brauche ich bei euch einen Anwalt? Die Beweislage ist erdrückend. Erdrückend. Was soll denn das? Hinsetzen oder was? Sie führen ihn zum Auto. Jetzt, Leute, mal im Ernst. Mal halten, da haben Sie telefoniert, einsteigen. Herr Münzer? Ja, grüß Gott. Wir haben jetzt den Mörder von Ihrer Schwester. Ja, nichts zu danken. Wir machen bloß unsere Arbeit. Wiederschauen. Er setzt sich auf den Beifahrersitz. Hallo, Johannes Staller hier. Ah, wir hätten gerne Sebastian Fischer. Im Vorraum des Reviers stecken sich Riedel und Lena Zigaretten an. Hi Leute, was geht? Ja? Hallo. Läuft bei uns. Was geht bei dir? Ah, easy. Das sind Lena und Martin, meine Mitarbeiter. Namensvetter von Ihnen. Das ist der berühmte Kriminalschriftsteller Martin Freudenthal. Hm? Lass mal über die Schulter sehen. Hm? Endkrass, dass Sie hier sind. Horst Hammer, voller G. Vielen Dank. Sehr schmeichelhaft. Ist unser Killer schon im Verhör? Nee, noch nicht. Aber unsere Kollegen müssten jede Minute mit ihm reinschneiden. Soll eine ziemlich harte Nuss sein. Der muss tight rangenommen werden. Ist ein Fall für dich, Chief. Hm. Nein. Was ist denn das? Er nimmt den Bilderrahmen. Das ist ja Wastl Fischer, der Jodelrocker. Kennen Sie den? Ob ich den kenne? Ich liebe seine Musik. Selten haben mich Rhythmen so tief berührt. Das ist ein Genie. Was ist denn das? Mit Autogramm? Aber niemand besitzt ein Autogramm von Wastl Fischer. Also niemand. Außer dem ehemaligen Bundespräsidenten. Hey, Bild und Autogramm geschenkt des Hauses. Hm? Das kann ich nicht annehmen. Nee, das kann er nicht. Hey, da steht meinem liebsten Freund Martin. Das ist doch kein Zufall, ne? Take it. Was für eine Freude. Wie kann ich Ihnen das nur danken? Riedel schaut panisch. Möchten Sie vielleicht, dass ich Ihnen aus meinem neuen Buch, Die Sensenfrau, etwas vorlese? Ja, das wäre so lässig. Freudenthal schlägt ein Buch auf. Kommissar Horst Hammer rang mit sich selbst. Er überlegte kurz. Wir haben den Mörder. Ja, wieder die Umstände eher ausgeschlossen. Ja. Gut, tippen mal lebenslänglich. Wiederschauen. Vor dem Revier. So, jetzt schauen wir doch mal, was anfängt zu arbeiten, das schlechte Gewissen. Herrschaften, kann ich jetzt vielleicht auch einmal was sagen? Nein. Später. Horst Hammer hatte sowieso keinen Hunger. Aber wir das Grünzeug, das eigentlich wie Grauzeug ist. Ah, Hubert Staller. Moment. Sehr gut, sehr gut. Ab ins Verhörzimmer. Wer ist denn der Mann? Übler Typ, harte Nuss. Kann ich beim Verhör dabei sein? Ja, gerne. Na los, komm. Er nimmt seine Füße in Cowboystiefeln von Lenas Schreibtisch und springt vom Aktenschrank. Riedel kämpft mit den Tränen. Im Verhörraum. Herr Kiewitz, er hat quasi die Sabine Münzer umgebracht. Ja, und dann hat er sie in Sudfasseln eingesteckt. Ja, vorher hat er sie erwürgt. Ja, das ist ja logisch. Und dann noch den Manschettenknopf in den Hals reingestopft. Er wollte uns verarschen. Also typische falsche Spur. War das Leidenschaft. Ja, er war halt tierisch verliebt in die Sabine und da hat sie nicht hinlassen. Und das hat er nicht verkraftet. Okay. Ich übernehme. Was? Bitte? Er übernimmt. Gierwitz legt Ehering und Uhr ab und setzt sich dicht neben Yassid auf die Tischkante. Er
erzähl's uns. Ich würde sagen, ich rufe jetzt meinen Anwalt an und dann machen wir hier geschlossen Feierabend. Das ist ein vernünftiger Vorschlag. Jetzt pass mal auf, du Ratte. Entweder du redest mit mir, oder ich schick die beiden raus. Dann spielen wir böse, böser Bulle, klar? Sie sind so ein Widerling. Gierwitz lässt Yazids Kragen los. Also. Gut, dann gestehe ich's. Ich habe die Sabine Münzer umgebracht. Zufrieden setzt der Chef sich wieder neben Freudenthal. Skeptisch sieht Hubert Yazid an. Ich hab's in seinen Augen gesehen. Was? Wirklich? Also, Details! Der Chef hat auf den Tisch geschlagen. Also, ich habe die Sabine vor kurzem auf einer Party kennengelernt. Mich hat's voll erwischt. Dann wollte ich, dass sie ihren Mann verlässt wegen mir. Das wollte sie aber nicht, weil ich ihr nichts zu bieten habe. Und dann bin ich durchgedreht. Nachher hat's mir natürlich leid getan. Und dann habe ich, wie der Hupsi schon gesagt hat, ihr den Manschettenknopf in den Hals hineingedrückt. Das machen wir aber jetzt nicht ernst. Ach, nein. Es war Mord aus Leidenschaft und ich hasse mich selbst am meisten dafür. Schaff mir den Abschaum aus den Augen. Staller zieht Yazid hoch und geht mit ihm hinaus. Hubert folgt. Freudenthal schreibt in ein Notizbuch. Er trägt eine Baskenmütze und einen offenen Trenchcoat. Alle Achtung. Hätte nur noch gefehlt, dass er anfängt zu heulen. Wieder nicht. Tja. Aber wieso hat er eigentlich Hupsi gesagt? Keine Ahnung, kann sich wahrscheinlich. Vielleicht war er mal Informant oder so. Gesocks. Vor dem Revier. So, die Herren, dann pack ich's mal. Wo willst du denn hin? Nach Hause. Ja, was machst du denn da? Wohnen? Nein, ich glaube, du wohnst jetzt eine Zeit lang ganz woanders. Hey, dieser Schwerverbrecher, der war gespielt. Ja? Das war die Idee vom Gierwitz. Der wollte irgendwie diesen Schmierfinken da beeindrucken. Nein, nein, Moment. Wir haben einen Unschuldigen verhaftet als Köder für die Mörder. Wieso verhaftet ihr einen Unschuldigen? Idee vom Kollegen. Das hat er in einem Roman gelesen, der Blaumax. Also diese Sabine Münzer. Aha. Nein, die ist jedenfalls der fleischgewordene Albtraum. Woher weißt du denn das? Weil ich mir zugegebenermaßen vor ein paar Jahren was mit dir angefangen habe. Und da muss man schon sehr verzweifelt sein, wenn man das macht. Ja, verstehe es trotzdem. Halt, halt, jetzt habe ich Idee. Drinnen schlendert Gierwitz lässig den Gang entlang. Also, wie sie da auf den Tisch gehauen und dem Kerl tief ins Auge geblickt haben. Wahnsinn. So aus, als wäre es ein Kinderspiel. Dazu braucht man Fingerspitzengefühl und jahrelange Erfahrung. Er nimmt seine Pilotenbrille ab und stiefelt vorneweg in sein Büro. In einer offenen Kiste neben der Box liegen Zigarettenstangen. Also ich muss sagen, ich... Freudenthal sieht sich im Chaos um. Hab mir die Polizeiarbeit nicht so dramatisch vorgestellt. Für mich ist das eine Routine. Er schenkt Whisky ein. Aber wahrscheinlich bin ich schon zu abgestumpft. Und hält Freudenthal ein Glas hin. Danke, danke, danke. Hallo, was ist denn das? Er hebt die Box hoch. Gierwitz trinkt. Eine Box? Ja, natürlich. Aber was ist da drin? Er lehnt den Arm auf den Büffelkopf. Beweismittel. Und welche Beweismittel? Er schüttelt die Box. Schauen Sie nach. Ja, aber da sind mehrere Siegel drauf. Egal. Gierwitz macht eine einladende Handbewegung. Nein, hier steht, Vorsicht, nicht öffnen. Der Polizeirat stellt sein Glas ab und nimmt ein Taschenmesser vom Schreibtisch. Sie sind hier so sicher wie in Abrams Schoß, quasi beim Seebull, ne? Ja, also, trauen Sie. Er gibt ihm das Messer. Ja? Im Dienstzimmer stellt Riedel eine Maschine auf den Tresen neben ein Tablett mit Zucker, Tassen und Kaffeesahne. Das ist jetzt aber nicht die gleiche Kaffeemaschine wie die vom Hubert. Das war die einzige, die es noch gab. Riedel, das ist eine Maschine für Tee. Ach so, und jetzt? Ja, jetzt schmeißt es der Hubert wahrscheinlich wieder aus dem Fenster. Nicht öffnen, habe ich gesagt. Nicht öffnen! Nicht kommunizieren! Schnell schließt Lena die Tür. Ich dachte, die Dinger wären weg. Ich auch. Vor dem Revier schlagen Gierwitz und sein Gast um sich. Aber sollen wir denen nicht helfen? Nö. Außerdem, so ein paar Stiche im Alter sind auch ganz gut fürs Immunsystem. Ja, ja, stimmt. Das habe ich auch gelesen. Draußen. Eine Wespe sitzt auf Freudenthals Wange. Vorsicht, Vorsicht! Da ist noch eine! Er schlägt die Wespe weg. Tierchen? Ach ja. Ja, Tierchen. Genug. Treten Sie zurück. Treten Sie zurück. Und nähern Sie sich mir in Zukunft nicht mehr als 50 Meter. Ja, aber Baby, ich soll Sie doch beraten. Denken Sie, ich bräuchte einen zweiten Horst Hammer? Ich will nur noch ernsthafte Krimis schreiben, die völlig realistisch sind. Ja, aber gut, ich kann Sie doch trotzdem... Oh ja, sicher, sicher. Sollte ich je einen Roman über einen schreiben, der nicht alle Tassen im Schrank hat, rufe ich Sie an. Er dreht sich um und geht. Ja, aber...
In einem hell eingerichteten Haus lässt Esser die Ermittler eintreten. Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie schon wieder wollen. Sie haben mir doch am Telefon gesagt, dass Sie den Mörder meiner Frau haben. Das wundert Sie jetzt, gell? Weil Sie genau wissen, dass es nicht stimmen kann. Ja, natürlich wundert mich das. Warum sind Sie eigentlich bei Ihrer Frau geblieben? Ist das so eine Art Therapie? Was soll die Frage? Da muss man schon sehr verzweifelt sein, wenn man mit der Frau Münzer was anfängt. Upsi, das ist furchtbar. Er ist doch ein junger, attraktiver Kerl. Ist er, ja? Und vergeudet sein Leben an der Seite einer Frau, die er gar nicht mag. Aha. Was hat die Barbara über dich gesagt? Zwiderwurz. Na, Brunskach. Ich weiß, wie es ist. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Grüß Gott, Frau Holstein. Sie haben ja offensichtlich nichts gegen ihn in der Hand. Wir wollten ja gar nicht zu ihm. Was? Wir wollten zu Ihnen. Ach so, ja. Sie haben das naheliegendste Motiv. Eifersucht. Frau Holstein, wir verhaften Sie wegen Mordes an der Sabine Münzer. Ja? Bruno! Bruno! Staller führt sie ab. Bruno! Esser sieht ihnen durch den langen Flur nach. Warten Sie. Ja? Die vier sitzen um einen Esstisch. Also es war so, ich habe den Keller aufgeräumt und einen von Sabines Umzugskartons angehoben. Dann ist der Boden durchgebrochen und der Manschettenknopf ist mir direkt vor die Füße gerollt. Ja, Sie müssen wissen, ich habe den vor 10 Jahren in Jasmins Bett gefunden. Er streichelt Holsteins Hand. Ich war mir damals so sicher, dass du was mit dem Bastelfischer gehabt hast. Niemals. Hubert senkt den Kopf. Ja, und Sabine hat den Knopf in ihr Bett geschmuggelt, weil sie wusste, wie eifersüchtig ich auf den Mastelfischer war. Und dann habe ich sie zur Rede gestellt. Gestern bin ich in die Brauerei und habe den Knopf gezeigt. Und Sabine hat nur gelacht. Sie hat gelacht und gesagt, sie sei eine Powerfrau, die immer das kriegt, was sie will. Sie hat ja mich auch gekriegt. Und ja, da bin ich ausgerastet. Siehst du das? Hat funktioniert. Was denn? Horst Hammer Methode. Du spinnst doch.